Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, es ist endlich geschafft. Wir haben uns den Titel des Champs der Kanto-Region ergattert. Was ja mehr oder weniger schwierig war, muss ich sagen, aber naja, es ist nun erst einmal geschafft. Und ja, wir können uns jetzt noch ein bisschen... Okay, ich werde unterbrochen von unserem Rivalen anscheinend, der uns wohl besucht, dem wir ja im letzten Part eine schöne Niederlage beschafft haben, denn er war vorher der Champ. Hallo, ich bin's. Schätze mal, sie ist noch oben, oder? Danke. Hey, Dragina, ich komm mal hoch, ja? Bist auch angezogen? Oh, scheiße, du bist nackt. Oh. Morgen, Champ von Kanto. Na, gefällt's dir, so angesprochen zu werden? Gewöhn dich besser nicht allzu sehr an den Titel. Wenn ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehört der Rückzug mir. Aber das ist erstmal egal. Hast du auch schon von diesem super starken Pokémon gehört? Super stark muss ich haben. Haha, ich wusste doch, dass dich das reizen würde. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azuria City gesichtet. Angeblich hat es sich dort in irgendeiner Höhle versteckt. Was sagst du, gehen wir suchen? Wer zuerst fängt, gewinnt. Ja, damit ist natürlich die Azuria-Höhle gemeint. Der, ja, eigentlich härteste Ort in diesem Spiel. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Du kannst jetzt überall auf dem Rücken von Glurak, Aerodactyl und Dragoran durch die Lüfte fliegen. Hey, ich weiß, du genießt gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber... Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's Axel von Route 1. Wer? Jetzt, wo du Champ bist, habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Überall in Kanto sind Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an deiner Stelle würde mich für den Anfang an der Pikachu-Meisterin versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo im Vatania-Wald. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Nö. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Und ja, wir können uns ja eigentlich einfach mal das mit Glurak angucken. Wie das denn... Oh yeah. Yay, wir können über alles hinwegfliegen. Ist das nicht cool? Ich finde ja schon. Und so können wir uns jetzt die ganze Welt genauer angucken. Beziehungsweise, ja, wir können jetzt über Gebäude fliegen. Und sogar ein paar Abkürzungen nehmen. Okay, da sind ein paar Sek-Meistertrainer, ein Taubsi-Trainer. Ja, die ganzen Meistertrainer sind eben, wie der Kleine ja erwähnt hat, im Umgang mit bestimmten Pokémon Meister. Also sie haben sehr starke Pokémon in, ja, beispielsweise eben hier der ist ein ein Meister im Umgang mit Taubsi. So, meine Güte, ist ja auch nicht so schwer, oder? Also er wird ein relativ starkes... Oh, da ist ein Tauboga. Er ist wohl ein relativ starker Trainer mit einem Taubsi. Also er wird ein relativ starkes Taubsi haben. Und das gleiche wird wohl auch für... wie kann ich denn hier runter? Hallo? Glurak? Achso, okay. Ich musste da nur hin. Und ich denke mal, das können wir uns jetzt einfach mal angucken, wenn wir den Pikachu-Meister im Vatania-Wald hier finden sollten.
Das Problem ist natürlich, dass diese Trainer auch ein gewisses Level haben mit ihrem Pokémon. Oh, da ist ein Smetpo gewesen. Die gibt es hier also auch. Ein Hornio-Trainer. Oh, da liegt ein Item. Oh, habe ich damals anscheinend nicht gefunden. Oder einfach nicht aufgehoben. Keine Ahnung. Nein, Mann. Ja, diese ganzen Meistertrainer sind eben... ja... nicht gerade schwach. Die haben auch ein hohes Level. Deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, ob ich mit... verdammt... Pikachu überhaupt eine Chance hätte, weil... ja, ich glaube, ein paar von denen sind auch teilweise auf Level 70 plus. Also nicht gerade niedrig vom Level. Von daher, wir sind momentan mit Pikachu auf Level 55, da könnte es knapp werden. Beziehungsweise wenn dieser Trainer eben ja ein hohes Level hat. Und da ist sie, okay. Wir kämpfen einfach mal und dann können wir uns mal angucken. Ich bin eine Pikachu-Meisterin. Ich will das allerliebste Pikachu in ganz Country trainieren. Hast du etwa ein Pikachu? Das sieht aber stark aus. Sag mal, hättest du Lust auf einen Kampf gegen mein Pikachu? Welches Pikachu ist das stärkste? Jetzt kommt der Entscheidungskampf. Ja, und ich glaube, es ist sogar so, dass wenn man verliert, man... ja... das Pokémon halt wieder geheilt ist, denke ich mal. Oh, ein weibliches. Und Level 75, okay, wir können es vergessen. Das können wir direkt vergessen. What? Wieso sind wir schneller? Delegator. Okay. Ja gut, wenn du meinst. Pikachu mit Toxin? Ja, hier kann man natürlich auch ein bisschen taktisch agieren, indem man eben ja bestimmte Attacken seinem Pokémon beibringt. Aber es hat schon seinen Vorteil, wenn man eben ein gewisses Level hat auf seinem Pokémon. Oben eben... okay, er wirkt nicht mehr, das ist schon mal schön. Haha. Um eben eine höhere Chance zu haben, zu gewinnen. Weil ihr seht ja, mit Level Reflektor gegen physische Attacken, okay, das juckt mich nicht. Aber wenn es mich einmal mit Slam erwischt, dann war es das, denke ich mal. Aber ich glaube, wir müssten vielleicht noch zweimal angreifen. Okay, tschüss Pikachu. Ja, schade. Mann, wir hätten es schaffen können. Hätte sie jetzt daneben getroffen, mit Slam, hätten wir sie besiegen können. Schade. Mann, das ärgert jetzt einen irgendwie, aber naja gut. Ein Smetpo-Trainer. Und ja, es gibt, glaube ich, zu jedem einzelnen Pokémon einen dieser Meistertrainer. Die werden wir natürlich nicht alle machen. Wir werden ein paar von ihnen machen, ja. Aber ich denke mal, wie viel waren es? Ich glaube, 6. Ich glaube, man musste 6 von ihnen bekämpfen, um einen bestimmten Trainer bekämpfen zu können. So, das hier machen wir jetzt einfach mal. Dadurch kriegen wir eine Riesenperle. Ist extra Geld. Nehmen wir immer gerne mal mit. Und es ist etwas, das man eben jeden Tag machen kann. Und so gibt man eben täglich eine Riesenperle geschenkt. Sind ja auch 4000 Poké-Dollar, glaube ich. Und das kann man mal mitnehmen. Und ja, ihr seht schon, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren müssen. Und eine Möglichkeit, dies zu machen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen können, aber ich glaube ja,
sind die Rematches gegen die jeweiligen Arena-Leiter. Und wir schauen uns das einfach mal an. Du hast dich ganz schön gemacht seit unserer ersten Begegnung. Jetzt, wo du die Pummeliga bezwungen hast, habe ich eine Bitte an dich. Es ist Arena-Leitern gestattet, den Champ zu einem Kampf herauszufordern. Würdest du noch einmal gegen mich antreten? Ich will dir zeigen, was wirklich in mir steckt. Ja, und das werden wir jetzt die nächsten Parts, denke ich mal, machen. Die Arena-Leiter-Rematches. So können wir eben noch ein bisschen zusätzlich leveln. Was ja auch nicht schaden kann. Denn das werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Wenn wir in die Arturia-Höhle wollen oder bestimmte Trainer eben herausfordern wollen. Wie unter anderem auch die Meistertrainer. Die können wir auch gut herausfordern, indem wir eben... Also, wir sollten sie erst herausfordern, wenn wir ein höheres Level haben als jetzt. Ich meine, die Arena-Leiter hier sind jetzt schon höher gelevelt als wir. Und ja, für ein paar Trainer werde ich definitiv ein bisschen Off-Cam, denke ich mal, leveln müssen. Auch für die Liga-Rematches. Da würde ich schon gerne mit allen Pokémon so um die Level 60 sein. Kabutops, okay, da wechseln wir mal auf Bisaflor. Ist da, glaube ich, Gestein-Wasser. Oder? Ich meine, ja. Ich glaube, Gestein-Pflanze war es nicht. Kann mich aber auch irren. Nur sehr effektiv, dann wird es wohl Gestein-Wasser sein. Wunderbar. Amoroso, da können wir auch noch drin bleiben. Das dürfte jetzt auch nicht so das Problem sein. Was lädt? Achso, stimmt. Man kann ja, man ist ja gelockt in Blättertanz, wenn man es einsetzt. Das ist wohl der kleine Nachteil dieser Attacke. Ja, das ist eben eine nette Möglichkeit, noch ein bisschen zusätzlich zu leveln. Und das können wir definitiv gebrauchen. Ich glaube, die ganzen Arena-Leiter sind so oder so alle auf dem gleichen Level. Also die sollten jetzt nicht so weit von unserem Level entfernt sein. Bis auf einer, nämlich der 8. Arena-Leiter. Der ist, glaube ich, sogar fast 10 Level über uns. Da könnte es vielleicht nicht schaden, wenn ich da auch noch mal ein bisschen Off-Cam leveln werde. Einfach um eben, ja, die Chance ein bisschen zu erhöhen, nicht gerade aufs Maul zu bekommen. Mein Traum, Pokémon-Züchter zu werden, muss ich wohl etwas zurückstellen. Jetzt sollte ich erstmal härter trainieren, um nächstes Mal gegen dich zu gewinnen. Es wäre mir eine Ehre, wenn du jeden Tag gegen mich antreten würdest. Genau, und das ist eben eine der Möglichkeiten, um in diesem Spiel hier zu leveln. Indem man jeden Tag die Rematches gegen die Arena-Leiter macht. Oh, Pikachu, ein Geschenk. Mini-Strauß, ein Blumenstrauß, der sorgfältig und mit viel Mühe für einen ganz besonderen Trainer gesteckt wurde. Dafür verdienst du eine kleine Kraul-Einheit. Und eine kleine Beere. Hast du gewiss Hunger? Pika! So, aber genug gespielt. Du musst uns jetzt mal nach Arturia City bringen. Nee, zum Mondberg wollte ich nicht. Ich wollte nach Arturia City. Diese Arena können wir jetzt, denke ich mal, noch machen in diesem Part. Und wir gehen mal ganz kurz zur Arturia Höhle. Zumindest den Eingang. Wo wir eigentlich auch ganz gut leveln können, soweit ich weiß. Weil dort die Pokémon eben auf einem relativ hohen Level sind. Ich glaube teilweise über 50, 60 herum. Also nicht gerade niedrig.
Okay, da ist eine Rosana-Trainerin. Oder Trainer, keine Ahnung. Ah, und der ist auch... Okay, der steht schon weg. Das ist gut. Dann können wir nicht mal ganz kurz darüber fliegen. Dann fliegen wir mal ganz kurz hier herüber und betreten nur mal ganz kurz dieses Gebiet. Um zu gucken, was es hier so ist. Ob wir hier irgendwo gestört werden. Ein Rihorn. Rihorn, geh weg. Rihorn. Meine Güte. 51, genau. Und ja, hier sind jetzt eben diese ganzen starken Pokémon. Und ich will es nur mal ganz kurz zeigen, wie man hier in diesem Spiel gescheit leveln kann. Hier liegt noch ein Item. Ein AP-Top. Dafür müssen wir eine Etage höher gehen. Und ich glaube, hier gibt es sogar irgendwo ein paar versteckte Items in diesen Lichtschimmern. Und ja, in dieser... Ebene, in diesem kleinen Bereich hier, kann man, soweit ich weiß, relativ gut leveln. Wie ist das nun möglich? Nun, genau, und hier gibt es auch noch ein paar goldene Himbeeren, die geben ebenfalls noch ganz gut Geld. Und Hyperbälle, auch ganz schön. Hier in diesem Bereich gibt es das Pokémon Chanera. Und Chanera ist ein Pokémon, das ziemlich gut Erfahrungspunkte geben kann. Ich glaube sogar mit Hytera eben die meisten von allen Pokémon. Und ja, wenn man hier eben dann nach Chanera sucht, dafür kann man am besten diese Lockparfüme nehmen. Dann tauchen eben mehr auf. Und man dann eine Fangserie macht mit diesem Pokémon, also ganz viel nach Chanera sucht und die immer wieder fängt, da nimmt man am besten auch den Zweispieler-Modus. Oh, ein Helix-Fossil. Okay, cool. Dafür nimmt man am besten den Zweispieler-Modus, also... Oh, ein Lizaros. Also man nimmt die zweite... den zweiten Joy-Con. Eigentlich wollte ich ja das noch gar nicht so weit gehen. Ich wollte noch nicht zu dem besagten Pokémon. Nein, du sollst da nicht runter. Und ja, man baut dann eben eine Fangserie auf, weil es ist ja bekannt, je mehr Pokémon der gleichen Sorte man hintereinander fängt, desto mehr erhöht sich eben dann auch die Erfahrungspunkte, die man bekommt. Und so kann man dann eben relativ schnell einige Erfahrungspunkte ansammeln. Also ich denke mal, mehrere 10.000 XP pro Pokémon sind das schon machbar. Wenn man eben eine gewisse Fangserie aufgebaut hat, dann dürfte das eigentlich sogar ganz gut möglich sein, dass man eben so viele Erfahrungspunkte bekommt. Und so hat man dann ja relativ schnell eigentlich so seine Pokémon auf Level 60, 70 herumgebracht. Was ja an sich mehr als ausreichend ist, um gescheit ja, alles mögliche zu machen. Und ja, das werde ich, denke ich mal, bei Gelegenheit machen. Ich würde sagen, sogar bevor wir gegen den 8. Arena-Leiter kämpfen, beziehungsweise in die Azuria-Höhle dann wirklich gehen.
Ich werde erstmal die nächsten Parts mit den Arenaleiter-Rematches zu tun haben. Und danach werden wir eben uns um das allerletzte legendäre Pokémon kümmern. Und ja, besondere Trainer herausfordern, sowie eben auch ein paar der Meistertrainer, ich glaube wirklich 6 Stück an der Zahl, mussten wir besiegen, um einen bestimmten Trainer zu bekämpfen, den wir, denke ich mal, sogar als Finale nehmen, weil er ist der stärkste Trainer in diesem Spiel. Vom Level her zumindest. Und ich denke mal, er wird dann so das Finale dieses Projektes einläuten. Au! Das tut weh. Aber zum Glück haben wir Pürzel-Turbo, eine Prium-Attacke. Das ist schon mal nicht verkehrt. Stami. Ich bleib mal drin. Pikachu müsste schneller sein. Aber wenn ich hoffe, dass Pikachu es einfach rausnehmen kann. Mit einer Dönerblitz. Na stimmt. Lichtschild ist ja noch aktiv, ne? Das war jetzt blöd von mir. Für 15 HP verschwendet sie... Ja, und jetzt ist Lichtschild weg, ist klar. Für 15 HP setzt sie Hydropumpe ein. Alles klar. So, und da ich will, dass Pikachu eben Erfahrungspunkte bekommt, werde ich es jetzt natürlich heilen. Ist ja klar. Haha. Noob. Blätterdance. Weil stärkste Attacke von Bisasflor. Speziell. Und tschüss, Stami. Wunderbarst. Ja, das werden wir jetzt eben so die nächsten Parts übermachen. Die Arenaleiter-Rematches. Und danach muss ich mal schauen, was wir so machen. Welche Meistertrainer wir herausfordern. Dafür muss ich natürlich erst einmal noch ein bisschen leveln gehen, denke ich mal. Weil, wie gesagt, diese Meistertrainer, also wir haben es ja gesehen, teilweise eben auch Level 70 plus. Ich glaube nicht alle von ihnen, aber schon einige sind auf Level 70. Ich glaube eben die mit vollentwickelten Pokémon sind auf Level 70 plus. Ich glaube das höchste dürfte sogar 75 sein von den Meistertrainern. Und die mit Basis-Pokémon oder eben halt unentwickelten Pokémon halt, die müssten so um die Level 50, vielleicht 60. Boah, ey. Was bekommt ein Pikachu alles aus dem Maul, ey? Das geht ja mal gar nicht. Wäre ich wohl mal drin geblieben. Aber gut, jetzt heiße ich auch nicht mehr, das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt einfach mal egal. Ja, ich denke mal, bei ein paar von ihnen werde ich auch ein bisschen überlegen müssen, was ich mache. Also wie ich sie bekämpfe. Weil der Nachteil ist halt, man kämpft gegen das gleiche Pokémon. Eventuell auf dem gleichen Level. Und da wird es halt natürlich nicht gerade einfach, sie zu besiegen. Das ist ja klar. Aber das werden wir dann einfach mal sehen, wenn wir uns die Meistertrainer vorknüpfen. Wie gesagt, erstmal schauen überhaupt, welche Meistertrainer wir uns vorknüpfen werden. Vielleicht die, von denen wir die Pokémon im Team haben. Also den Pikachu-Trainer und so weiter, Garados, Bisasflor und so weiter halt. Aber das alles, wenn es soweit ist. Na, ich würde jetzt aber erstmal sagen, das war's mit Pokémon Let's Go Pikachu für heute. Wenn euch
wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann mit den Arena-Leiter-Rematches weitermachen werden. Und bis dahin, ciao, ciao, Leute.